So, Freunde, jetzt aber. Jetzt gehen wir rein und zwar zu dem FIFA World Cup Leveln, wenn es denn geht. Ah, es scheint zu klappen, Freunde der Sonne. FIFA World Cup abgeschlossen. Und ich habe es eben schon versucht zu erwähnen, ich bin leider nicht auf Level 10 gekommen. Level 9 aber. Mir haben tatsächlich, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Stück irgendwas um den Dreh an roten Karten gefehlt tatsächlich. Habe es komplett vergessen. Ich weine denn aber nicht hinterher. Lasst mich ja wissen, in welchem Level ihr natürlich unterwegs gewesen seid und wie eure Rewards denn aussahen. So, jetzt haben wir zum einen 12.000 Münzen. Hat es sich gelohnt für 12.000 Münzen? Ich glaube nicht. Wir haben 6-mal ein 8-Spieler-Pack, 80 bis 84er Rating. Ein Prime-Gold-Spieler-Pack und 2 Player-Picks. Das sind die Boni, Freunde der Sonne. Da müssen wir gleich mal reinschauen. Die Frage der Fragen ist, was gibt's denn da zurück? Also, Nummer 1, die Player-Picks. Bevor wir zu den Packs gehen. Ja, nehmen wir mit. SPC-Footer natürlich. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Die Packs, nochmal für euch kurz zur Erinnerung, könnt ihr natürlich zum Team of the Year auch aufbewahren, je nachdem, wie ihr lustig seid. Die Player-Picks besperren natürlich den Shop und insofern machen wir die jetzt schon auf. So, dann Prime Gold Spieler-Pack. Ich glaube, das war auf jeden Fall eins von denen, was wir jetzt bekommen haben. Und dann waren das, habe ich das richtig gesehen, 80 bis 84er geratete Packs. Oh, da müssen wir aber gleich mal schauen. Hier haben wir erstmal einen 85er Busquets. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Weiteres SPC wurde da, sagen wir nicht nein. Und wie gesagt, nicht vergessen, Freunde, schreibt in die Kommentare, was ihr jeweils drin hattet in den Packs natürlich, in den Player Picks. Wie ihr es macht damit, aufsparen oder nicht. Ja, sehr gerne wissen lassen. Und jetzt gucken wir mal rein. Prime Spieler Pack hatten wir aufgespart. 83 plus hatten wir aufgespart. 84. Ah, hier sind sie. 1, 2. Ah, okay, das sind 80-Plus-Packs. Ah, alright. Das sind 80-Plus-Packs. Okay, also die... Das ist interessant. 8 Spieler, 80 oder... Wer hat sich die denn ausgedacht? Wer hat sich diese Packs ausgedacht? Wer hat sich gedacht, ey, wenn wir die am 4.1. den geben, da freuen die sich drauf. Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber Freunde, ich sag's mal, wie es ist. Es ist gutes SPC-Futter. Es ist gutes SPC-Futter. So, Pack Nummer 2. 8-Spieler-Pack. Es sind 8 Spieler drin. Und wer weiß, es kann ja was drin sein. Es kann ja was drin sein. Vielleicht auch nicht. 6 Stück davon anscheinend. Und rein ins nächste. So, Freunde, das nächste Pack ist das 8-Spieler-Pack 80 plus garantiert. Wie gesagt, das sind jetzt Sets, die ihr auch aufsparen könnt zum Team of the Year. Da können jetzt auch neue Team of the Weeks drin sein. Und wir ziehen, ja, Ruben Dias. Weiß jetzt nicht, ob er Duplikat ist. Wenn er Duplikat ist, ob er überhaupt tradable ist. Aber das ist doch schon mal nice. 88er, 85er Kostic. Not bad. Natürlich wieder Duplikate einige. Können wir wieder auf die Transferliste packen. So, dann haben wir noch ein 5-Spieler-Pack 80 plus. 5 Spieler drin. EA, komm, Gönnermodus. Da ist der, oh mein Gott. Walkout wieder. Aus so einem Pack? Ganz ehrlich, da kannst du dich wirklich nicht beschweren. Also, da muss ich ehrlich sagen, das sind wirklich gute Sets. Im Verhältnis jetzt zu den bis 84er gerateten, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr nice Geschichte. Nutzt natürlich die Duplikate und discardet sie nicht, so wie ich das Ganze jetzt hier gemacht habe. Und dann haben wir noch weitere Sets, wenn ich nicht falsch liege. Okay, Freunde, kurz zwischendurch, der Twitch-Chat sagt, die 80 bis 84 Plus Packs seien verbuggt. Also meine, soweit ich das gesehen habe, waren nicht verbuggt, die 80 bis 84er Packs. Scheint bei einigen auf jeden Fall verbuggt zu sein. Die Bräune und so daraus gezogen, also das ist schon sehr, 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 sehr seltsam. So, Freunde, und last but not least noch Level 8 und Level 9, die anstehen. Level 8 ist das 81 Plus mal 11er Pack, Spieler-Pack. Was wir hier noch mitnehmen und haben wir direkt neue Team of the Week. Frankreich, Torwart. Da, kurz Griezmann gedacht. Mit den rosa Haaren. Es ist Lafont. 84er Lafont. Den haben wir definitiv nicht als Duplikat. Oh, Verratti aber. Oh, das ist böse. Das ist böse. Das ist natürlich böse von dem Pack von eben. Falls ihr das Hauptvideo gesehen habt. Eieieiei. Okay, Brand. Gucken wir mal rein. Und dann noch, wie gesagt, 100k-Set. Ja, Freunde, und in Bezug auf World Cup Rewards, dann last but not least noch ein 100k-Set. Level 9 in meinem Fall. Und hier ist leider kein Walkout drin. Das ist dann das typische 100k-Set mit einem Insigne.
So, Freunde, wir haben aber noch einiges zu tun und das ist das Team of the Week, was wir uns jetzt noch anschauen. Lasst mich, wie gesagt, gerne wissen, was ihr in euren World Cup Rewards Boni drin hattet. Habt ihr vielleicht das eine oder andere Set noch aufgespart bis zum Team of the Year? Lasst mich das gerne in den Kommentaren bei YouTube wissen.